Wenn wir als Projekt Memoria den Anspruch erheben, eine Geschichte so zu erzählen, dass die ihr zugrunde liegenden Fakten einerseits so umfassend wie möglich, andererseits so komprimiert wie nötig dargestellt werden, läuft man Gefahr, bei mehr als einem Gesprächspartner die Qualität des Interviews nicht gewährleisten zu können. Dennoch haben wir uns in diesem Fall dazu entschieden, den Versuch zu wagen, Frau Bruni Werner-Barborowski und Herrn Manfred Berger gemeinsam zu interviewen. Frau Werner-Barborowski, Herr Berger, Sie beide haben den Krieg und die aus ihm resultierenden Erfahrungen aus ganz unterschiedlichen Perspektiven erlebt. Sie, Frau Werner, sind am 16. Januar 1944 in Schönau, Kreis Brieg in Niederschlesien geboren und waren somit noch ein Säugling, als Ihre Familie ein knappes Jahr später von dort fliehen musste. Während Sie, Herr Berger, der Sie am 28. Januar 1936 in Berlin geboren worden sind, kurz nach Beginn dieser Flucht Ihr 9. Lebensjahr erreichten. Ganz genau. Würden Sie beide der Aussage zustimmen, dass die Tatsache, dass Sie fliehen mussten und die damit verbundenen Erfahrungen, das vielleicht für Ihr beider Leben prägendste Ereignis gewesen ist? Absolut. Durchaus, auf jeden Fall. Ja. Ist das eine Erfahrung, die Sie beide enger aneinander gebunden hat, mehr als es Geschwister vielleicht grundsätzlich sind? Ja, das kann ich bestätigen. Mir geht es auch so, ich habe das ja schon ganz oft in mir wiederholt, er war mein Augenstern und mein Behüter und mein Beschützer. Lassen Sie uns zunächst auf Ihren familiären Hintergrund eingehen. Sowohl väterlicherseits als auch mütterlicherseits stammt Ihre Familie aus Niederschlesien. Ja. Ihr Vater Alfred Barborowski zog für die Ausbildung als Polizist in den 30er Jahren nach Berlin, wo er auch Ihre Mutter Martha kennenlernte. Eine gelernte Buchhalterin. Glauben Sie, er hat gerne in Berlin gelebt? Ich glaube, ja. Was glauben Sie, hat ihm an dieser Stadt gefallen? Ja, wenn man aus Niederschlesien kommt in eine pulsierende Stadt und als junger Mensch, denke ich mir, dass er sich wohlfühlte. Wollen Sie beide sagen, wie er als Mensch gewesen ist? Dadurch, dass wir also ihn wenig kontaktieren konnten das ganze Leben lang, können wir nur sagen, er muss also erstmal sehr intelligent gewesen sein, sehr liebevoll und auch sehr gütig. Und Sie haben ihn als sprachbegabt. Ja, sprachbegabt, das war also unwahrscheinlich. Ein bisschen haben wir dann davon auch mitbekommen. Ja. Welche Sprachen sprach er? Wie gesagt, das ist also Russisch perfekt und dann eben viele slawische Dialekte. Lange blieb Ihre Familie, also insbesondere Sie, Herr Berger, Ihre ältere Schwester, die ein Jahr vor Ihnen geboren ist, und Ihre Eltern nicht in Berlin. Können Sie die Umstände erklären, die zu diesem Fortgang Ihrer Familie aus Berlin geführt haben? Das war eine Versetzung von meinem Vater, als Polizeioffizier. Das ist also zweischneidig. Einmal hatte er eine Aversion gegen das Dritte Reich. Ich will das Wort Nazi nicht gebrauchen. Und man hat ihn also praktisch rausgesetzt aus Berlin, obwohl er in Berlin hätte Karriere machen können. Man hat es ihm ja angeboten, aber er wollte kein Parteiabzeichen haben. Sie glauben deswegen, weil er sich geweigert hat, der Partei beizutreten, wurden seine Karrierechancen geschmälert? Absolut. Und er musste fortgehen? Ja. Sie zogen dann nach Niederschlesien, ins Dorf Schönau, nahe Brieg an der Oder. Genau. Ihre persönlichen Kindheitserinnerungen setzen zu dieser Zeit an. Das war sehr, sehr dörflich
Und ich zehre heute noch davon, dass ich in Schönau also herangewachsen bin. Und es gibt Situationen, wo eine alte Frau gesagt hat zu mir: Manfred, du streunst ja dauernd durch die Wiesen und Felder, ich brauche einen Bund Johanniskraut. Und wenn ich ihr einen Bund Johanniskraut brachte, gab sie mir immer einen Groschen. Das war also ein Königreich. Also Sie würden sagen, dass Schönau für Sie persönlich eine Idylle gewesen ist, ja, da heranzuwachsen? Ja, bis zuletzt. Würden Sie sagen, dass der Nationalsozialismus dort in irgendeiner Form präsent war? Nein. Ihr Vater wurde bereits 1939 für den Ostfeldzug angezogen. Ja. Sie haben ihn vorhin als einen sehr gütigen Menschen beschrieben. Glauben Sie, er war gerne Soldat? Zweischneidig, kann ich nicht beantworten. Er hat während des Ostfeldzuges, so geht es aus Ihren Unterlagen hervor, das Eiserne Kreuz erster Klasse erhalten. Ja. Wissen Sie, warum er das erhalten hat? Ja, es ist Folgendes gewesen. Beim Rückzug wurde seine Einheit oder die Gruppe wurde eingekesselt von Panzern. Und es war hoffnungslos. Und da hat er gesehen, ein LKW stehen mit einer Panzerabwehrkanone und ist draufgesprungen und hat drei Panzer abgeschossen. Und dadurch, dass die russischen Panzer ja keine Kommunikation hatten, keine elektronische, haben die gesehen, da brennt's, und dann sind sie weggegangen und so sind sie befreit worden. Er hat für die Feldgendarmerie gearbeitet? Ja, er war bei der Feldgendarmerie. Ja. Und die heißen oder hießen bei der Wehrmacht die Kettenhunde. Was war die Aufgabe dieser Einheit? Einmal logistische Probleme zu lösen, Verkehrsprobleme zu regeln und natürlich auch Rechtsgrundlagen zu schaffen. Wie das Ganze ablief, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass er eben durch seine Güte nirgends angeeckt ist. Ich las davon, dass die Feldgendarmerie zum Beispiel unter anderem auch dafür zuständig war, was den Umgang mit Deserteuren betraf, zum Beispiel. Glauben Sie, er hat da Erfahrungen gesammelt? Ja, unbedingt. Glauben Sie, dass diese Erfahrungen ihn auch geprägt haben? Ja, denke ich. Und er war ja auch schon geprägt durch seine Ausbildung als Polizist und damals dann auch als aktiver Polizist in Berlin und war ja nun auch nahe am Volk. Sie hatten in unserem Vorgespräch erwähnt, dass er Ihnen Bilder geschickt hat, auf denen er mit der russischen Zivilbevölkerung zu tun ist. Glauben Sie, dass er grundsätzlich ein gutes Verhältnis zu dieser Zivilbevölkerung gehabt hat? Ja. Dadurch, dass er ja sprachlich keine Schwierigkeiten hatte, konnte er ja kommunikativ zusammenkommen. Und uns hat man ja eingeprägt, alle Russen sind Feinde. Das war ja nicht so. Glauben Sie, dass das im Widerspruch zu seinem Aufgabenbereich stand? Ja, ich denke schon, dass er da manchmal angeeckt ist bei dem Vorgesetzten. Also das ist mir allerdings nicht bekannt. Ja. Wie häufig haben Sie Ihren Vater während des Krieges gesehen? Es war ja üblich, dass pro Jahr, ich glaube, 14 Tage Heimaturlaub war. Und dadurch, dass mein Vater eben sehr gut Russisch gesprochen hat, wurde er zu hochkarätigen Gerichtsverhandlungen nach Berlin berufen, von der Front gerufen als Dolmetscher. Und da wir an der Bahnstrecke von Ost nach West Richtung Berlin wohnten, hat er den Zug angehalten, ist ausgestiegen, eine Nacht bei uns eingestiegen nach Berlin, und nach einer Woche oder 10 Tagen kam er wieder, sodass wir ihn also sehr häufiger als nur diese 14 Tage im Jahr gesehen haben. Mhm. So haben wir also sehr guten Kontakt und er auch Kontakt zu uns gehabt. Standen Sie auch über Briefe in Kontakt? Ja, meine Mutter natürlich sehr, sehr intensiv. Ja. Ich möchte nun auch beginnen, über Ihre Mutter zu sprechen. Glauben Sie, dass Ihre Mutter diesen Krieg als eine Ungerechtigkeit empfunden hat? Das kann ich nicht sagen. Ja, aber ich kann mir vorstellen, Kriege werden immer als ungerecht empfunden. Der Mann im Krieg, Kinder zu Hause großziehen. Ganz alleine. Das kann man nicht anders als ungerecht empfinden. Ja. Ich finde, das ist ein normaler Zustand und ein ganz normales Gefühl. Was Sie ebenfalls erwähnten, war, dass Ihr Vater nun, seitdem er diese Aufgabe als Parteimitglied abgelehnt hat, nachdem er das abgelehnt hat, dass das nationalsozialistische Regime ihn quasi in eine
Art Akte eingetragen hat. Das kann ich mir vorstellen. Ja. Das kann ich mir vorstellen. Zumal ich weiß, wenn damals irgendwelche Anschläge waren oder Missverständnisse zwischen Volk und Führung, dass dann die Herren mit den schwarzen Mänteln bei uns im Haus rumstöberten. Ne? Ja. Obwohl mein Vater nicht da war. Ne? Aber Ihr Vater wusste darum? Ich denke schon. Ja. Ich meine, das hat er dann natürlich von der Mutter erfahren. Ja, ja. Die Briefe wurden natürlich auch gelesen. Ne? Sie erzählten, dass in Niederschlesien, in Ihrem Heimatort, zunächst keine Polen lebten. Genau. Und somit auch kein Kontakt zur polnischen Bevölkerung da war. Mhm. Durch den Kriegsverlauf aber einige Zwangsarbeiter, polnischer, ja, russischer als auch französischer Herkunft, ja, dann auch in Ihrem Dorf gearbeitet, ja, haben. Hatten Sie Kontakt zu diesen? Ja, durch die Bauern oder durch die Freunde von meiner oder Freundschaften von meiner Mutter zu einigen Familien, wo solche Fremdarbeiter tätig waren, hatte man natürlich Kontakt. Und der Kontakt war sogar so, dass man mich mal ein Fremdarbeiter mitgenommen hat und ich also vom Wagen stürzte und das Vorderrad über mein Knie ging und er natürlich damit rechnen musste, dass er wahrscheinlich nicht am Leben bleiben kann, wenn das an die große Glocke kommt. Er ist also zu uns reingekommen, zu meiner Mutter, und das wurde dann natürlich von der ganzen Bevölkerung stillschweigend getragen. Also glauben Sie, dass diese Fremdarbeiter grundsätzlich gut behandelt worden sind, ja, in diesem Dorf? Ja, in unserem Dorf, ja. Es gibt natürlich, ich nehme an, Großgrundbesitzer und solche, die waren ja schon vorher prädestiniert, dass die ihre Arbeiter drangsalierten. Es gibt eine Geschichte, da war ein Großgrundbesitzer, irgendetwas weiter weg, von Voyage hießen die. Und da hieß es, der geht mit dem Pferd, geht er über den Acker und drischt auf seine Arbeiter rein. Also das gab es natürlich auch. Aber Sie glauben, dass diese, wenn wir den Gedanken fortsetzen, dass die nationalsozialistische Rassenideologie der Lebensraumerweiterung und der mehr oder minder privilegierten Völker in Ihrem Dorf wenig Einzug gehalten hat? Wenig, sehr wenig. Ja. Sehr wenig. Es war also ein ganz friedliches Dorf. Ja. Wann haben Sie Ihren Vater das letzte Mal gesehen? Am 16. Januar 1944, am Geburtstag von meiner Schwester. Wollen Sie das ausführen? Ich kenne also meinen Vater gar nicht. Habe ihn nie im Leben gesehen, außer in der Stunde der Geburt, als er mich erlebt hat. Weil er da, wie mein Bruder eben schon gerade erzählte, auf dem Rückweg von Berlin wieder war. Und bei uns zu Hause anrief. Ich war unterwegs und meiner Mutter sagte, ich komme heute noch vorbei. Das war dann immer üblich, dass er ein paar Stunden blieb und am selben Tag noch weiter musste. Und da sagte sie ihm, dass ich an jenem Tag noch geboren würde. Es war ein Sonntag, der 16. Januar. Und er ist in der nächsten Bahnstation ausgestiegen und ist nach Hause gekommen und ist dann geblieben. Ich bin abends um 10 geboren und er hat mich als gesundes Baby empfangen und begrüßt und musste in den nächsten Morgenstunden ins nächste Dorf, wo ihn mein Bruder dann begleitet hat. Das geschah nun zu einer Zeit, in der der Krieg bereits schon sehr weit fortgeschritten, ja, war und schon nicht mehr zu gewinnen war. Was glauben Sie, wann Sie gemerkt haben, dass dieser Krieg nicht zu gewinnen ist? Mein Vater hat uns viele Geheimnisse erzählt, die wir also mittragen durften, das ganze Judenproblem und. Und ich glaube, es war 1942, 43 war es bestimmt nicht, hat er schon gesagt, den Krieg gewinnen wir niemals. Niemals. Das war also ein großes Geheimnis für uns. Wir wussten, dass solche Äußerungen auf äußere spitze Ohren fielen. Sie haben gerade den Holocaust angesprochen. Ja. Ihr Vater wusste darum? Ich denke schon, meine Mutter auch. Wir wussten ja davon als Kinder. Aber Sie glauben, dass das etwas war, das
nun nicht jeder wusste? Oder würden Sie sagen, das war im Dorf bekannt? Ich nehme an, ja. Vielleicht auch nicht, weil mein Vater ja speziell in unserem Familienkreis war. Wir waren ja nur eine Gruppe. Und da kann ich natürlich nicht, als kleiner Junge weiß ich nicht, was andere gedacht haben. Ja. Wann haben Sie gemerkt, dass Sie Ihre Heimat vermutlich würden verlassen müssen? Als die Front so langsam zurückkam, nicht als man von der Krim abrückte. Mein Vater war unten am Asowschen Meer immer näher Richtung Deutschland kam. Und da konnte man sich als kleiner Junge schon ausrechnen, das dauert nur noch so und so lange, dann passiert etwas. Was passiert, wussten wir ja nicht. Nur nachher kamen dann eben die Nachrichten, dass da Gräueltaten von den Russen geschehen. Und da wurden natürlich, ich nehme an, ein halbes Jahr oder ein Jahr vorher, wurden Vorbereitungen für die Flucht getroffen von der Dorfgemeinschaft. Ja, ja. Welcher Art waren diese Vorbereitungen? Dass eben Wagen vorbereitet wurden, mit Planen versehen wurden und ein Verteilungsplan, wer mit wem mitfährt, aufgestellt wurde und solche Vorbereitungen. Natürlich auch persönlicher Art. Man hat ein Köfferchen gepackt, was man meinte mitnehmen zu müssen, obwohl das alles sinnlos war. Und das waren so die Vorbereitungen. Und dann natürlich zum Ende des Jahres 1944 kamen ja dann schon die ersten Flüchtlinge, die dann aus Rumänien oder aus der Ukraine, da waren ja auch deutsche Gemeinschaften, die dann bei uns vorbeifuhren. Da wussten wir, jetzt geht es irgendwann mal los. Sie sprachen von Wagen, die gepackt worden sind, die vorbereitet worden sind. Gehe ich recht in der Annahme, dass Automobile zu der Zeit für diese Flucht gar keine Rolle spielten? Es gab überhaupt kein Automobil. Ja. Nicht? Und der Arzt oder Lehrer oder sowas, wenn jemand krank war, die fuhren mit dem Fahrrad zu uns. Ja. Wie ist Ihnen Ihre Mutter in dieser Zeit erschienen? Als sehr, sehr starke Frau. Immer. Sie war ja alleine, hat mit drei Kindern dann danach und davor mit zwei Kindern, meine Schwester und ich, wir waren also auch schwierig. Und was mir heute noch leid tut, aber man, als Kind ist man halt so. Und da kann ich mir vorstellen, dass sie also sehr, sehr stark war. Ich möchte gern dazu was sagen. Ich weiß also, dass natürlich alles vom Erzählen, weil ich es ja nicht aus der Erinnerung wiedergeben kann. Es kam damals vor dem Krieg, nicht vor dem Krieg, während des Krieges viele Ausgebombte aus dem Ruhrgebiet. Und meine Mutter hatte immer volles Haus, Ausgebombte im Haus, mehrere Personen, ganze Familien, die sie beköstigt hat und verpflegt hat. Und sie hat immer ein Haus der offenen Tür gehabt, war für jeden da, hatte offene Ohren. Selbst für die Dorfbevölkerung war sie Sozialstation und hat unglaublich viel geleistet, was Aufklärung für die Frauen war und Hilfestellung bei Entbindungen und dieser Art. Ja. Glauben Sie, dass Ihre Mutter im Zuge dieser Fluchtvorbereitung und später im Zuge der Flucht selber eine neue Stärke für sich gewonnen hat? Oder glauben Sie, dass Ihre Mutter schon Zeit ihres Lebens über diese Stärke verfügt hat? Ich meine, solche Stärke kann man von Anfang an nicht haben. Das entwickelt sich nach der Last, die man tragen muss. Ja. Nicht? Und da ist sie also mitgewachsen. Ja. Sie erwähnten eine Begebenheit, bei der Ihre Mutter in Kontakt zu dem Bürgermeister des Dorfes trat. Ja, das war folgende Geschichte. Jetzt war der Countdown fast zu Ende, würde man heute sagen. Wir waren zugeteilt zu einem Großbauern, der hatte sogar Wagen mit Gummirädern gehabt. Da waren wir zugeteilt und er wollte uns nicht mitnehmen. Und dann ist meine Mutter dann zum Bürgermeister gegangen und hat gesagt,
hat eine kleine Pistole gehabt, hatte und hat gesagt, wenn das jetzt nicht bald geregelt wird, dann lege ich einen von euch um. Und da kann man schon sehen, dass die sehr, sehr hart waren. Ja. Und dann ging es natürlich, der Großbauer, der hat unsere Köfferchen mitgenommen, aber uns persönlich nicht. Und wir sind dann mit Freunden, wo meine Mutter eben Kontakt hatte, freundschaftlichen Kontakt, sind wir dann mitgenommen worden, allerdings ein Wagen mit nur einem Pferd. Dazu fallen mir zwei Fragen ein, die aber vielleicht wichtigere ist, vielleicht, woher hatte Ihre Mutter diese Pistole? Das, ich nehme an, von meinem Vater geschenkt bekommen, weil er sehr weit in die Zukunft gucken konnte. Ja. Sie glauben, dass er damit rechnete, dass... Ja, ja, ich weiß, dass sie mir das jetzt auch mal irgendwann erzählt hat, weil die war von ihrem Mann ganz klar, von unserem Vater. Ja. Nicht so wie mein Vater mir die ersten russischen Worte beigebracht hat, weil er gesagt hat, wir werden mal... Ach so, Russisch brauchst du mal in deinem Leben, habe ich nachher ja auch gebraucht. Und dann hat er uns auch gesagt, das muss ja auch so 43 gewesen sein, hat er gesagt, wir werden mal arm sein wie die Kirchenmäuse. Richtet euch darauf ein, die Zukunft wird nicht goldig sein. Erlauben Sie mir die Frage, ob Ihr Vater damit gerechnet hat, dass er dieser Flucht, dass er dieser Zeit, dieser Nachkriegszeit noch würde beiwohnen können. Das denke ich doch. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja. Wie haben Sie den 22. Januar 1945 in Erinnerung? Das, was mich gewundert hat, dass am Tag relative Ruhe war. Natürlich, die Köfferchen und alles war gepackt und man wartete eigentlich auf den Aufbruch. Nur eben abends um 10 hieß es, es geht los. Und dann sind wir dann in den Nachbarort. Lossen hieß der, da ging es ein klein bisschen berghoch, Schnee vielleicht, Neuschnee, 70 Zentimeter, 28 Grad minus. Und dann habe ich mich gefragt, warum um 22 Uhr? Ne, warum nicht nächsten Tag oder eher? Und später habe ich dann recherchiert und die Geschichten erfahren. Ich will aber nur noch mal erzählen, wie wir dann in diese erste Nacht erlebt hatten. Nächsten Tag hatte meine ältere Schwester Geburtstag am 23. Januar. Und in dieser Nacht ist dann ein Baby gestorben in unserem kleinen Treck, in unserer kleinen Gemeinschaft und eine alte Frau, die wir dann beschneit haben. Also beerdigen konnte man das ja nicht. Ja. Und dann ging das da ein bisschen berghoch und bei diesem Neuschnee haben dann die Großbauern mit ihren Kaltblütern, für heute sind das Brauereipferde, die haben dann natürlich die kleinen Wagen mitgezogen, nicht? Und haben immer geschrien, ihr müsst abhauen, die Ketten reißen. Und wenn so eine Kette reißt, das geht ja wie ein Geschoss durch die Gegend. Also ich sehe heute noch Ketten fliegen. Hatten Sie Angst? Ja. Wovor hatten Sie am ehesten Angst? Ja, die Ungewissheit. Wir wussten ja nicht, was nächsten Tag ist, was morgen ist, was jetzt ist, nicht was kommt. Ja, und die Kälte und der Schnee und kleine Kinder, meine Schwester 10 und er 9. Ja. Und ich ein Baby, kann nur vom Erzählen mitreden. Ne? Was denkt man denn in einer solchen Situation? Es ist so lange her. Da kann ich eigentlich gar nichts dazu sagen, was man gedacht hat. Man hat die Ereignisse, die da waren, die hat man so tief in sich hineingebrannt. Ich glaube, da kam man gar nicht zum Denken. Ja. So stelle ich mir das vor. Ja. Sie kamen nun sehr langsam voran. Ja, es war so, die Geschwindigkeiten der einzelnen Trecks war so 25, 30 Kilometer pro Tag. Und da muss ich dann später, als man dann ein bisschen mehr denken konnte, musste ich an die logistische Meisterleitung denken, wie das alles organisiert war, dass also niemals ein Stau war. Nicht, also sicher waren Trecks vor uns und hinter uns. Man sah aber auch auf den anderen, Schlesien war ja flach, konnte man sehen, da ziehen welche und da ziehen welche. Also es war nie was quergelaufen ist. Und das war also, ich sage, eine logistische Meisterleistung. Und wer organisierte das? Das weiß ich nicht. Also Sie meinen, es wurde nicht von der nationalsozialistischen Führung in irgendeiner Form? Das weiß ich nicht. Okay, ja. Entzieht sich meiner Kenntnis. Ja. Ich weiß nur, dass es so war. In dem Dorf in Schönau lebten ca. 800 Menschen? Ja, 600 bis 800, ne? Weil die Männer ja nicht dabei waren und die jungen Burschen ja auch nicht da waren. Ja.
diese 800, das ist ein bisschen viel hochgegriffen. Ich würde sagen 600. Ja. Und wie viele flohen? Alle. Ja, ein paar alte Frauen blieben dort zurück, die gesagt haben, wir überleben das nicht, wir bleiben hier. Ja. Das weiß ich. Und dann natürlich, dadurch, dass das Vieh auch da blieb, sind auch viele Fremdarbeiter da geblieben, die das Vieh dann betreut haben. Die sind aber gerne da geblieben, aber später mussten die ja nun auch fliehen, weil die wussten, wenn die Russen kommen, was mit ihnen geschieht, als Verräter und Überläufer und was nicht alles. Also sie wurden von diesen Fremdarbeitern auch teilweise begleitet. Ja. Sie erreichten nach 2 bis 3 Wochen lang Röhrsdorf, ja, im Riesengebirge, im heutigen polnisch-tschechischen Grenzgebiet. Ein Vorfall in diesem Dorf muss für Sie ganz entscheidende Bedeutung gehabt haben. Ja. Möchten Sie mir davon erzählen? Als wir in dieses Dorf reinkamen, ich sehe das heute noch, und da waren an den Bäumen Schildchen, Holzschildchen mit einer Nummer drauf, 06738. Und meine Mutter stieß mich an und sagt, kommt uns bekannt vor, wir kennen das. Ne? Und dann irgendwann bei dem Abendbrot oder so, was wir, glaube ich, in der Kirche oder in dem Gemeindesaal bekam von der dort sesshaften Gemeinde, stellte meine Mutter fest, das ist die Einheitsnummer, Feldpostnummer von unserem Vater. Mhm. Und da haben wir natürlich Kontakt gesucht zu dieser Kommunatur, zu dieser Sammelstelle. Und da war der leitende Oberst, der war gerade gekommen, war noch blutverschmiert. Und 3 oder 4 andere Soldaten waren da. Mein Vater aber mit seinen 60 Leuten, der war noch verschollen. Wie viele Leute waren insgesamt in dieser Einheit? 600. Ist immer so eine Einheit, ist immer 500 und 600. Und davon waren 4 Leute? Die 4 Leute waren da. Hat Ihre Mutter dann Kontakt zu dem Oberst aufgenommen? Ja, natürlich. Und unsere Geschichte erzählt. Und da der Kontakt oder der persönliche Kontakt zwischen dem leitenden Offizier und meinem Vater wahrscheinlich sehr persönlich war, hat er natürlich Anteil genommen an dem Schicksal von Brunhild, von meiner Schwester, die damals, wo wir wussten, also die nächsten 2 Tage wird sie wahrscheinlich nicht überstehen. Und durch die Kälte und durch die ganzen Umstände. Und da hat er sich angeboten, meine Mutter mit Brunhild, mit Bruni, in die nächste Stadt zu fahren, weil das ja in unserer Richtung war, die wir dann erreichten, und ins Krankenhaus zu bringen. Und dann kam er wieder und ich weiß nicht, muss er 11 gewesen sein oder es schlief schon vieles. Dann nahm er uns dann auf dem Arm, auf dem Schoß, meine Schwester und mich, und sagt, heute habe ich den größten Fehler meines Lebens getan. Ich habe euch von der Mutter getrennt. Und dann hat er Anweisung gegeben, nächsten Tag einem Lanzer, mach einen Kübelwagen mit Benzin und du fährst so lange, bis du die Mutter findest. Und da ist er dann mit uns los. Und wir sind dann auch in das Krankenhaus, haben wir auch gefunden. Und da standen dann Busse schon, weil das Krankenhaus evakuiert werden musste. Und da sah ich, wie meine Mutter mit dem Bündel, mit Bruni, in einen Bus einsteigt. Ich sehe das heute noch. Das war quasi der ganz entscheidende Moment. Ja, eine Sekunde später oder früher. Ja, mein Bruder erwähnte schon gerade, dass ich schwer krank war. Ich hatte also eine doppelseitige Lungenentzündung und das Lichtchen war am Verlöschen. Dass ich das geschafft habe, haben wir diesem Mann zu verdanken, der ein Krankenhaus fand, wo ich noch in der letzten halben Stunde mit irgendwelchen Medikamenten versorgt wurde. Und meine Mutter sollte mich zurücklassen in diesem Krankenhaus.
was sie vehement abgelehnt hat und gesagt hat, wenn sie sterben soll, dann soll sie in meinen Armen sterben. Und der Arzt hat sie noch beschimpft. Und Sie wollen eine deutsche Mutter sein? Ich werde es nie vergessen, weil Mutti diese Geschichte natürlich immer wieder, solche Geschichten wurden in der Familie immer wieder erzählt. Und weil ich eine deutsche Mutter bin, hat sie ihm gesagt, nehme ich mein Kind mit, dann weiß ich, wenn es gestorben ist, ist es tot. Und sonst wäre ich vielleicht ein Suchkind vom Roten Kreuz geworden, was seine Familie nie wiedergefunden hätte. Dieses Krankenhaus stand in Reichenbach? Ja. War der Moment, in dem Sie den Kontakt zu dem Soldaten, zu dem Offizier aufgenommen haben, auch der Moment, in dem Sie realisierten, dass Sie den Vater nicht wiedersehen würden? Man hat immer gehofft, bis zuletzt, also eigentlich hofft man heute noch. Meine Mutter hat viele, viele Jahre nach dem Krieg erst meinen Vater für tot erklären lassen, weil auch da hat sie jahrzehntelang noch gehofft. Ja. Sie hätte auch nie wieder geheiratet, das kam für sie überhaupt nicht in Frage, ja. Obwohl sie ja noch ganz jung war. Sie ist 1909 geboren. Ja. So glücklich diese Wendung in Reichenbach war, dass sie sich wiedergefunden haben. So negativ erschien ihrer Mutter dann sicherlich damals die Tatsache, dass sie im Zuge dieser Ereignisse den Flüchtlingstreck verpasst hatte. Ja, das war die große Schwierigkeit. Aber durch diese gute Organisation wussten wir immer, wo der Treck lang geht. Ja. Aber dadurch, dass wir alleine waren, gelaufen sind, manchmal mit dem Auto mitgefahren, manchmal mit dem Zug mitgefahren, waren wir wesentlich schneller als der Treck, sodass der Abstand zwischen Treckspitze, also Treck und uns, sehr groß wurde. Und wir sind dann abgebogen runter in das Sudetenland. Und, zu Fuß, Sie waren zu Fuß unterwegs. Ja, zu Fuß. Und ich erinnere mich an einmal mit einer kleinen Lokomotive sind wir mit Personenwagen, ich weiß nicht, wie viel wir das waren, da war dann ein russisches Flugzeug, ein Rata hieß das, war so ein ganz schwarzes, gedrungenes Flugzeug. Und der hat uns beschossen und dann hat er die Lokomotive getroffen, das heißt den Kessel getroffen. Das war also aus, wir mussten alle unten. Wie es da weiterging, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass nachher eine Me-109 kam und dann immer die beiden hinterherflogen. Mal er vor und mal der Me-109 und dann irgendwo, weiß ich nicht, wer wen getroffen hat. Dann war das vorbei. Das war als junger Mann, als Junge ist das ja super interessant zu sehen, wie die da miteinander fighten. Ne? Ja. Wie haben Sie den Anschluss an diesen Treck wiedergefunden? Wir haben den nicht wiedergefunden. Dann war ja am 8. Mai Waffenstillstand. Und vorher sind ja viele Ereignisse. Das würde sehr, sehr lange dauern, wenn man das erzählt. Und wir hatten keinen Kontakt mit dem Treck oder mit unseren Leuten, sondern meine Mutter war ganz alleine mit uns drei Kindern. Mit dem Kinderwagen waren wir unterwegs und mit fast nichts. Wie lange waren Sie dann unterwegs, als Ihre Mutter mit Ihnen gemeinsam aus Langröhrsdorf aufbrach? Das muss ein Monat gewesen sein, anderthalb. Die Sie durch das Sudetenland gingen? Ja, da ist dann ein schönes Erlebnis. Wir sind dann irgendwie in ein Dorf gekommen, was am Erzgebirge lag, aber auf der östlichen Seite, auf der heute tschechischen Seite. Und da war eine Sackgasse, nur ein Tal rein und dahinter war nichts. Und der Frühling fing dann langsam an und es wurde wärmer. Und da haben wir gesagt, da gehen wir nie wieder weg, ist egal, was passiert. Und da mussten wir natürlich auch raus, weil die auch evakuiert wurden. Ne? Ja. Sie haben gerade angemerkt, dass während dieser Reise oder während dieser Flucht der Krieg dann vorbeiging. Wo waren Sie, als der Krieg vorbeiging? Der Ort hieß Knöschitz, da ist
Also wenn man eine Karte hätte, könnte man das erklären. Da ist dann, wenn man vom Riesengebirge, Riesengebirge übers Riesengebirge geht, kommt man nach Brückstux, Saatz und Podersam. Und in Podersam abgebogen ist dann dieses Örtchen Knöschitz. Und da ist Folgendes passiert. Wir wollten, also alles ging in Richtung Bayern, ne, nach Richtung Hof runter, Karlsbad Hof rüber. Und später habe ich eben festgestellt, dass meine Mutter in einen falschen Zug eingestiegen ist und dann Richtung Prag gegangen ist. Wir waren also aus diesem, das war also ein großer Fehler, dass wir dann nicht mehr in dem Hauptstrom waren. Vielleicht war das auch ein Glück. Wie haben Sie erfahren und erlebt, dass der Krieg vorbei war? Dadurch, dass die deutsche Wehrmacht, also viele, viele Soldaten in diesem Ort, wo wir gestrandet sind, vorbei sind, Richtung von Ost nach West. Und nachher riss das ab und die Russen kamen. Wir haben also am Dorfrand gestanden und haben auf die Amerikaner gewartet. Aber von der anderen Seite kamen die Russen mit ihren Panierwagen, mit den kleinen Pferdchen und dem Bügel über dem Geschirr. Und grölend und besoffen haben dann das Dorf eingenommen. Sie hatten damals gehofft, dass die Amerikaner kommen würden? Ja, jeder hat gehofft, dass die Westfront zu uns rückt. Was glauben Sie denn, war das auch durch die Propaganda bedingt? Sie haben gesagt, ich meine, natürlich gab es Gräueltaten durch die russische Armee, aber hat die nationalsozialistische Propaganda das so lange ausgeschlachtet, während es in Bezug auf die westlichen Alliierten weniger der Fall gewesen ist? Das haben wir nicht mitbekommen. Also ich kann mich nicht erinnern. Erstmal wurde darüber nicht gesprochen. Und das, was ich erlebt habe, das sind also Dinge, die tatsächlich abgelaufen sind. Und ich weiß nicht, was Propaganda war und was. Man hat ja der Propaganda nachher gar nicht mehr geglaubt. Das Volk war ja dann absolut tabu dagegen. Und dennoch haben Sie von diesen Unruhen gehört? Ja, natürlich. Das waren mal Flüchtlinge, die also noch geschafft haben, vor der Front wegzugehen, die aber schon von den Russen Kontakt hatten. Ja. Nicht ein Schulkamerad von mir, mit dem ich zum Konfirmandenunterricht gegangen bin, der hat also zugesehen, als die Russen kamen, wie der Russe seinen Vater, seinen Alten oder seinen Opa erschlagen hat. Das muss ja furchtbar sein. Ja. Nicht? Diese Taten, das spricht sich sehr, sehr, sehr schnell rum. Wie sah Ihr erster Kontakt zu einem russischen Soldaten aus? Wir waren eben dort einquartiert, in dem Ort Knöschitz, in dem Kirchenhaus, in dem Pastorenhaus. Und es wurde dann eben Abend. Und wir haben unser war ein großes Tor zugemacht. Und Tage vorher schon hat ein Fremdarbeiter die jungen Frauen, meine Mutter war ja nun auch jung, da waren noch zwei andere Frauen dabei, hat die dann außerhalb dieses Hauses, in der Nähe von der Kirche, in eine kleine Kapelle oben und das Dach immer untergebracht und hat die Leiter verschwinden lassen. Und so konnten meine Mutter und die Frauen übernachten. Aber der erste russische Fremdarbeiter? Das weiß ich nicht. Okay. Aber ein Fremdarbeiter, ja. Ein lieber Fremdarbeiter. Ne? Und der erste Kontakt war, dass die eben bollerten und die Tür musste aufgemacht werden und stürmten dann in unser Haus. Und wir Kinder und eine ältere Dame war oder alte Frau war da. Wir saßen auf dem Bett und heulten. Und der kam rein. Das war das Erste, was ich gehört habe. Uri, Uri, Uri. Ja, die sammelten also Uhren. Ich habe also gesehen, wie die ja 6 Uhren auf dem Arm hatten. Und er packte unter mein Kopfkissen und hat meine kleine Uhr, die ich von meinem Vater geschenkt bekommen habe, hat er konfisziert, weg war sie. Das war der erste Kontakt, persönliche Kontakt mit einem Russen. Ja. Glauben Sie, dass die Erfahrungen, die Sie in Knöschitz gesammelt haben, zu den schlimmsten während der gesamten Flucht gezählt haben? Nein. Das Schlimme kam nachher noch, als dann die Kampftruppen geballt da waren und
über die Frauen herfielen, die also nicht, sich nicht verstecken konnte. Und dann ist es ja nun auch so gewesen, wir, als der Krieg zu Ende war, wo sollten wir hin? Wir hatten natürlich Bezug nach Berlin und in Berlin wussten wir, es alles kaputt. Und wir wussten auch nicht, ob die Großeltern noch leben, das heißt Onkel und Tante. Und dann haben wir gesagt, dann gehen wir doch wieder nach Hause. Hat meine Mutter den Kinderwagen umgedreht und dann sind wir nach Schlesien wieder zurückgelaufen. Und das war Ihre Mutter, die diese Entscheidung traf? Wir alle drei. Wir alle drei haben immer entschieden. Alle drei. Wann hat Ihre Mutter die Entscheidung getroffen, mit Ihnen gemeinsam? Ich nehme an, 14 Tage, drei Wochen nach dem, oder 14 Tage nach dem Waffenstillstand. Das muss also Ende Mai gewesen sein. Ja. Und im August waren wir dann wieder da, wo wir hergekommen sind. Und der Weg war natürlich mit vielen, vielen Ereignissen. Das würde also sehr weit führen, viele Dinge zu beschreiben. Ich weiß nur, dass wir Dörfer, wo wir lang gingen, die wir durchqueren hätten müssen, umgangen sind, weil wir da Bewegung drin waren. Bewegung heißt, da sind Russen. Ja, ja. Und da hat das Ganze natürlich verzögert. Und dann sind wir natürlich durch Ortschaften gekommen, da war kein Mensch da. Dann hat man sich dann bei den Bauern, da waren ein bisschen Vorräte da. Was wir gegessen haben in dieser Zeit, weiß ich nicht, von was wir gelebt haben. Ich weiß nur, dass wir gesund nach Hause gekommen sind. Und ein Ereignis habe ich in Erinnerung, wenn ich jetzt also ein bisschen ausholen darf. Da habe ich in einer Schule, wo wir übernachteten, weil keiner im Ort war, und da habe ich eine Hitlerbüste gefunden. Die habe ich dann draußen auf einen Zaunpfahl, auf einen Betonpfahl gestellt. Und da weiß ich noch, da sind dann Russen vorbeigefahren, die haben dann... Da habe ich das erste Mal Kalaschnikow gehört. Ja. Die habe ich nachher öfter gehört. Ja. Glauben Sie, dass Sie die Erfahrung, die Sie während dieses Rückweges nach Schönau gesammelt haben, dass der vielleicht schlimmste Teil Ihrer Reise gewesen ist, Ihrer Flucht? Ja. Ja. Das andere war, die Flucht an sich war schlimm, war anders schlimm. Ja. Man kann das beides nicht vergleichen. Ja. Einmal war das im Winter und das andere war im Sommer. Ja. Nicht schon allein klimatisch. Ja. Andererseits überlege ich mir, Sie waren da ja auch noch in der Gruppe geborgen. Ja. Das ist ja auch wieder was anderes, als in dieser winzig kleinen Gruppe allein Frau mit drei Kindern unterwegs zu sein, als in der Gemeinschaft des Dorfes sich zu befinden. Ja. Man kann es nicht vergleichen. Was glauben Sie, hat den Rückweg so schlimm gemacht? Schlimm gemacht ist, wenn wir Kontakt mit Russen haben. Hatten dich. Natürlich hatte meine Mutter sich dunkel gemacht und lange Kleider angehabt. Aber manche haben auch darauf keine Rücksicht genommen. Ich weiß nur, dass oft der Kinderwagen, wo die Bruni drin lag, ausgeschüttet wurde, um da zu gucken, ob da nicht was Brauchbares für die Russen drin war. Ja. Das war also furchtbar, war das. Ja, ja. Furchtbar. Furchtbar. Und dann sind wir natürlich durch Gebiete gekommen, die dann total umgepflügt waren, weil da Kampfhandlungen stattfanden. Da waren dann Kriegsgerät, stand da en masse. Und ich sehe heute noch Arme aus der Erde gucken von Soldaten, ob das nun Russen waren oder Deutsche, die dann einfach eingebuddelt wurden, aber nicht ganz zugemacht wurden. Ja. Und Gott sei Dank gab es keine Füchse, weil alles, was sich bewegte, wurde ja geschossen. Ne? Ja, und auf dem Weg, auf der Flucht, wurden ja die Leichen einfach nur am Wegesrand sowieso gelassen. Ja. Ja, und die, denen begegneten die Zurückkehrenden ja auch wieder. Ja, ja. Ein interessantes Ereignis, was also für mich spektakulär war, also schön war, an irgendeinem ganz gräuslichen Tag, sehr, sehr kalt, sehr starker Sturm. Und da sehe ich im Graben ein Pferd liegen mit einem großen, aufgeblähten Bauch und ein Loch da drin. Und da guckt ein Fuchs raus. Da habe ich gesagt, Mensch, der hat zu essen und ist im Ganzen warm. Das war also für mich so was Schönes. Aber Sie haben gesagt, dass die schwierigen Momente, die vielleicht gefährlichen Momente, diejenigen gewesen sind, in denen Sie Kontakt mit den russischen Truppen gehabt haben. Ja. Bis nach Hause, bis wo wir nach Schönau wieder zurückkehrten, da waren ja dann auch noch die Kampftruppen da.
bis nachher die durch die Besatzungstruppen abgelöst wurden. Und da wurde es etwas zivilisierter. Ja. Da haben Sie Vergewaltigungen gesehen? Ja, wir haben zugucken müssen, wie meine Mutter vergewaltigt wurde. Ja. Alle drei. Alle. Ich habe das, man erlebt auch, man weiß es nicht, aber damals war ich dann schon anderthalb Jahre. Man fühlt das im zweiten Jahr. Man erlebt das auch und das bleibt auch im Bewusstsein. Ja. Und dieses Bewusstsein habe ich irgendwann einmal aufgearbeitet und mein Bruder auch. Ja, ja. Das sind tief prägende Erfahrungen. Ja. Ja, absolut. Weil man hilflos ist, machtlos, eine Demütigung. Und ich weiß aus Erzählungen, dass wir drei uns immer auf unsere Mutter geworfen haben, um sie zu schützen, wenn die Russen fünffach hinter ihr standen. Und ja. Das müssen traumatische Erlebnisse sein, kann gar nicht anders sein. Ja. Der große Vorteil ist, dass meine Mutter nicht schwanger wurde und da hat die Natur geregelt. Ja, weil sie 2 Jahre lang keine Periode bekam, durch Hunger, Not, Entbehrung. Und durch diese Die Biologie hat ihr da wirklich geholfen, indem sie gesagt hat, Schluss jetzt. Ja. Und das hat sich dann wieder zu Normalmalen, die wurden ja viele Jahre nicht normal, die Zeiten. Aber es gab genügend Frauen, die dann eben das sogenannte Russenkind kriegten. Ich weiß aus dem Dorf von keiner Frau. Aber es gab genügend Frauen, die dann eben ungewollte Kinder durch Vergewaltigung bekamen. Diese Kinder hatten es schwer später. Das wissen wir nicht. Wir wissen es aus unserem Dorf nicht. Ja. Können wir nicht, keine Erfahrung. Sie erwähnten gerade, dass durch den Wechsel der Kampftruppen in Schönau dann später zu Besatzungstruppen, dass diese Unruhen sich etwas legten. Ja, weil die Besatzungstruppen, die waren schon etwas zivilisierter. Wir Jungs, wir hatten also jeder unseren Russen gehabt, dem man dann mal die Stiefel putzte und auch mal einen Zettel von da nach da brachte und so weiter. Und mein Russe, der wollte unbedingt meine Familie kennenlernen. Und großer Familienrat, soll man nicht. Und haben wir dann auch getan. Wir sprachen natürlich dann schon Russisch, ne? durch den Kontakt. Die Basis war ja gelegt durch meinen Vater. Ja. Und dann konnten wir uns mit ihm unterhalten. Er konnte also zu uns kommen. Und das Erste, was er gemacht hat, was ich also heute noch toll finde oder in mir trage, er hat um Verzeihung gebeten für die Gräueltaten seiner Kameraden. Ja. Aber er hat gesagt, diese Kampftruppe, die hatte 4 Jahre keinen Heimaturlaub. Die waren nur im Dreck. Die sind also fast keine Menschen mehr. Ja. Und er bittet eben um Verzeihung. Und ich muss heute ehrlich sagen, ich habe verziehen. Ein Russe ist mir nicht unsympathisch. Ja. Absolut nicht. Im Gegenteil, ich bin also sehr nach Osten geneigt, anders als nach Westen. Ja, ja. Hm. Glauben Sie, dass Ihre Mutter je verzeihen konnte? Nein. Das hat sie nie. Das geht nicht. Das hat sie nie. Sie konnte auch nie verarbeiten. Konnte sie auch nie verarbeiten. Das ging nicht. Ich weiß, eine Begebenheit, schon als wir im Westen waren und da sprach Willy Brandt in Paderborn auf dem Rathausplatz und sie entdeckte einen Russen in der Menge. Die ist halb ohnmächtig an meinem Arm zusammengebrochen. Das war dann in den 50er Jahren. Ja. Sie erwähnten gerade die positiven Erfahrungen, die Sie mit diesem russischen Soldaten gemacht haben, ab dem Spätsommer 1945. Wie sah das Leben zu dieser Zeit in Schönau aus, nachdem der Krieg vorbei war? Es herrschte Typhus und russische Krätze. Das heißt, die Haut von den Menschen, die befallen waren, waren in einer Nacht oder 2 Nächten war total mit Geschwüren überdeckt und der erstickte dann
weil die Haut ja nicht mehr arbeiten konnte. Und ich weiß von einem Spielkameraden, mit dem ich zusammen gespielt habe, der war nächsten Tag tot. Der war einfach nicht mehr da. Das ging also sehr, sehr schnell. Das Sterben war also sehr, sehr nahe an uns ran. Und dann kam natürlich zum großen Glück, kam natürlich dadurch, dass die Westfront von Russland verlegt wurde, 200 Kilometer nach Westen verschoben wurde, und die Polen, die dort lebten, die kamen dann zu uns und haben uns dann später rausgedrückt. Aber dann, ich will nicht sagen normalisierte sich, aber es wurde mehr Zivilisation kam rein, Ruhe kam rein. Aber wir Jungs, da waren ja auch schon Ältere da, die dann 14, 15 waren. Wir haben uns also mit den polnischen Jungs, haben wir uns also mit Steinschleudern beschossen. Ja. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ja. Weil und, die Polen sicher auch und das negative Erfahrungen sammeln mussten durch die ja, die betrachteten sich als Herren und wir waren nichts. Sie konnten mit uns machen, was sie wollten. Ja. Die haben also uns entwaffnet, sodass wir unsere Steinschleuder nicht um den Hals hatten, im Hemd drin, sondern irgendwo an den Zäunen. Ja. Hatten wir mehrere liegen gehabt. Wie konnte Ihre Mutter Sie in dieser Zeit durchbringen? In Schönau? Damals, als die Russen noch da waren, war es also äußerst schwierig, Nahrungsmittel zu kriegen. Die Russen hatten selbst fast nichts und konnten auch nichts abgeben. Die Vorräte, die da waren, die waren verbraucht. Und das war also äußerst schwierig. Ich weiß von einer Begebenheit, da war in einem Nachbarort war eine Leinenmühle, Leinsamen. Und da gibt es solche Presskuchen. Ja, die haben wir dann mit irgendeiner Flüssigkeit haben wir die gemischt und gegessen, und das hieß dann Stalinbutter bei uns, war der Name. Ne? Mhm. Und das war, wir haben also von Körnern und was nicht, was zu finden war. Ja, mir fällt dabei ein, dass erzählt wurde, dass meine Mutter eine gute Köchin war und ihr Können bei dem polnischen Bürgermeister sehr gefragt war. Es sprach sich rum. Und der Bürgermeister hatte eben wiederum mehr als das normale Volk, die alle krank waren. Es waren an Typhus und Krätze, wie mein Bruder schon eben sagte, müssen sehr, sehr viele erkrankt sein. Unsere Familie hatte Gott sei Dank weder das eine noch das andere. Wir hatten nur Läuse. Das war unvermeidbar, aber damit konnte man leben. Die brachten einen nicht unbedingt um. Ja. Außer wenn meine Mutter meiner Schwester eine ganze Flasche Lysol auf den Kopf schüttete und sie beinahe erstickt wäre. Ja, dieser Bürgermeister, der forderte sie an als Köchin und Haushälterin. Und bei großen Festgelagen, wo viel getrunken und gegessen wurde, gesoffen und gefressen ist vielleicht besser gesagt, wurde sie eingeschlossen in dem Haus, konnte auch nicht raus. Und sie hatte dann riesengroße Kittelschürzen. Sie war nur eine kleine Person, hat diese Kittelschürzen extra groß mit großen Taschen ausgestattet. Und wenn es dunkel wurde, standen die beiden großen Geschwister am Fenster irgendwo, wo sie wussten, wo sie zu stehen hatten. Die Mutti kommt und schmeißt was zu essen raus. Und das hat die Familie natürlich auch am Überleben, zum Überleben verholfen. Ja. Weiter ging das bei dem Bürgermeister. Die ganze Familie erkrankte, die Frau und die beiden Töchter erkrankten an Typhus. Und auch diese beiden Frauen musste meine Mutter pflegen, wurde auch wieder eingeschlossen. Und das hat sie aber gerne getan. Wir waren versorgt von zwei alten Frauen, die nicht mit auf die Flucht gegangen waren. Also irgendwer hat schon für uns gesorgt, denn meine Mutter sorgte wiederum für die anderen. Ja. Die Leidensgemeinschaft war sehr groß. Ja. Und da hat sie, dieser Bürgermeister, der bekam auch Medikamente noch, was bei uns völlig undenkbar war. Und Mutter hat nur die Hälfte den beiden, drei kranken Frauen gegeben und die andere Hälfte hat sie wieder eingesackt und zum Fenster rausgeschmissen, wo die Geschwister standen und das an eine Krankenschwester, eine deutsche Krankenschwester, die davon was verstand und
die das dann wieder an die Deutschen weitergegeben hat. Und damit hat sie wiederum vielen Menschen das Leben gerettet. Das passte total wieder zu der sozialen Ader, die meine Mutter in ihrem Leben hatte. Ja. Glauben Sie, dass Ihre Mutter in dem Zeitpunkt als erfahren worden ist, dass die Westgrenze Polens verschoben werden sollte, dass sie ab dem Moment erkannt hat, hier können wir nicht bleiben? Absolut. Absolut. Das hat uns ja, dadurch, dass wir ja keine Nachrichten hatten, Jalta-Abkommen und Potsdamer Abkommen und diese Dinge, das war ja für uns ganz, ganz weit weg, die Information. Und der russische Soldat, der war ein Student aus Petersburg, der hat zu meiner Mutter gesagt, du musst mit deinen Kindern über die Oder-Neiße. Der Neiße ist ein Nebenfluss der Oder. Da musst du rüber, das andere wird polnisch, das andere bleibt deutsch. Ja. Da musst du unbedingt hin. Und das war also ihr Herzenswunsch. Das heißt, als sie die polnischen Töchter und die Frau geheilt, als sie geheilt waren, hat der Bürgermeister gesagt, du hast einen Wunsch frei. Und das war eben der Wunsch von meiner Mutter mit dem ersten Transport. Bitte schön, möchte ich gerne raus. Ja. Das war 1946. Ja, 46, 47. Ne? Sie erzählten, dass Ihre Mutter sich vielleicht ein solches Zutrauen erworben hatte bei besagtem Bürgermeister, dass er ihr sogar offeriert hatte, die polnische Staatsbürgerschaft anzunehmen. Ja, das hat man allen Deutschen angeboten. Okay. Nur eben dadurch, dass wir die Endung Ki hatten, waren wir natürlich prädestiniert, um polnisch zu werden. Ja. Und das Formular lag da immer rum. Sie braucht nur unterschreiben, da würde ich heute hier nicht sitzen. Ja, das war für Sie, für Ihre Mutter eine Prinzipienfrage. Absolut. Wir waren deutsch und blieben deutsch. Ja. 1946 sind Sie dann mit dem Zug, mit einem Viehwaggon, ja, wie Sie gesagt haben, von Brieg in ein Flüchtlingslager nach Helmstedt gekommen. Ja. Haben Sie an diese Reise oder an diese Zeit der Reise prägende Erinnerung noch? Die einzige prägende Erinnerung war, als wir nachts durch Dresden durchfuhren. Wir hatten ja noch nie eine kaputte Stadt gesehen. Ja. Also wir haben durch die Schlitze geguckt und waren erstaunt, dass überhaupt noch Leben in so einer Stadt ist. Ja, ja, aber ansonsten eben in einem verschlossenen Waggon mit wie vielen Menschen? Was sagtest du? Ja, ich weiß nicht, war voll. Ja. War voll. Ohne Essen. Und da kann man sich sicherlich vorstellen, was da für Zustände herrschten. Ja. Und das war ja nicht eine Reise von 3 Tagen. Das ging ja mit vielen Stopps und dauerte lange. Ja. Wie wir Nahrung bekommen haben, ich weiß es nicht. Aber wir sind auf jeden Fall durchgekommen. Das ist das Wichtigste. Sie wurden dann erst nach Paderborn und anschließend ins nahegelegene Benhausen, ja, zugeteilt. Ja, richtig, ja. Und Ihre Familie kam bei einer Bauernfamilie unter. Ja. Welche Behandlung haben Sie seitens der Westfalen erlebt? Wir waren nicht erwünscht. Ja, also Sie würden nicht sagen, dass hier ein Gefühl der Solidarität überwog? Nein. Überhaupt nicht. Sondern Sie wurden auf Ihre Herkunft als Schlesier und Ihren Status als Flüchtling reduziert. Absolut. Und dann kam noch hinzu, damals war ja katholisch sein und evangelisch sein fast wie Feuer und Wasser. Ja. Und wie gesagt, Paderborn, schwarz-schwarzer Paderborn. Und wir als Evangelische da, wir waren tatsächlich absolute Außenseiter. Ich erinnere mich, dass mal ein Junge zu seinem Kamerad gesagt hat, guck mal, da läuft ein Evangelischer, als ich da vorbeiging. Ja. Die haben gedacht, wir haben also Horn und Klumpfuß. Ne? Ja. So verblendet war damals die Bevölkerung. Ne? Glauben Sie, dass die Tatsache, dass Sie geflohen sind und in der Fremde, somit in Westfalen, Zuflucht gefunden haben und dort aufgewachsen sind. Und Sie, Frau Werner, Schlesien ja gar nicht mehr erlebt haben, ja, Sie jemals dazu geführt hat, mit dem Gedanken zu spielen, sich selber als Westfalen zu bezeichnen? Nein. Wir sind Schlesier durch und durch, obwohl ich ja nur gerade dort geboren bin. Ja. Selbst meine Mutter ist ja in Berlin aufgewachsen, gebürtige Schlesierin. Wir sind Schlesier, obwohl ich hier wirklich also 41 Jahre in Münster lebe. Ich bin Münsteranerin, aber ich, ja, bin keine Westfälin. Ja, ja. So will ich mal sagen, das ist der Unterschied. Glauben Sie, dass
wenn ihre gesamte Familie damals in Paderborn, im nahegelegenen Paderborn, eine andere Behandlung erfahren hätte, eine bessere Behandlung, glauben Sie, dass Sie sich dann anders entscheiden würden? Nein, nein. Dafür waren wir eine Gemeinschaft. Durch das, was wir gemeinsam oder ja, gemeinschaftlich alles erlebt haben, das schweißt so zusammen. Das geht unter normalen Umständen überhaupt nicht. Ja. Ich kann jetzt dazu noch etwas sagen. Ich bin ja nun als ganz kleines Kind dorthin gekommen. Unsere Mutter hat beim Bauern gearbeitet, damit wir überhaupt was zu essen hatten. Und wir wohnten in einer Kammer auf dem Bauernhof ist die Dehle, so prägend wie hier im Münsterland auch die Dehlen. Und das war eine Kammer neben dem Kuhstall. Das waren noch nicht mal 10 Quadratmeter und das war für 3 oder 4 Jahre unsere Bleibe. Ja. Trotz dieser Zeit, und dann fanden wir eine andere kleine, für mich traumhaft schöne Wohnung. Es waren 2 Zimmer ohne fließendes Wasser, ohne Klo. Das fand auch alles neben dem Kuhstall statt. Aber ich habe in diesem Dorf eine sehr glückliche Kindheit gehabt. Wenn ich das so in den letzten Jahrzehnten immer wieder mal durchgedacht habe und auch jetzt natürlich kommt es mir wieder so zu Bewusstsein, das hat auch unsere Mutter geschafft. Ja. Sie ist nicht nach Paderborn zur Arbeit gefahren, sondern hat, als sie hörte, dass eine kleine Bäckereifiliale von einem Paderborner Bäcker in dem Dorf aufgemacht würde, hat sie sich sofort gemeldet, dass sie diese führen wollte. Ja. Da konnte ich direkt von der Schule, da ging ich dann 1950 ja schon zur Schule, direkt nebenan war die kleine, das war wie eine Bretterbude, ja. Eiskalt im Winter und glühend heiß im Sommer, aber das spielte keine Rolle. Sie war eben in meiner Nähe. Viele Frauen sind dann damals nach Paderborn zur Arbeit gefahren. Viele haben bei den Engländern gearbeitet, war unter englischer Besatzung zu jener Zeit. Eine ganz glückliche Kindheit habe ich in Erinnerung. Das kann ich mir, ich könnte sie mir gar nicht schöner vorstellen. Trotz und Bescheidenheit und aller kleinsten, ja, beginnendem Wohlstand. Wir waren die Ersten, die eine schöne Wohnung hatten, weil Mutti dafür gesorgt hatte, die saß alle 4 Wochen bei der Gemeinderatssitzung schon vor der Tür, wenn die Gemeinderatsmitglieder zusammenkamen. Ach, Frau Boborowski ist wieder da. Und es gab ja keinen Wohnraum. Wo sollten die Wohnungen hernehmen? Es gab eben nur Kammern neben dem Kuhstall. Ja. Überall nur. Ne? Es war ja kein Dorf, wo Mietwohnungen vorhanden waren, ganz klar. Aber es gelang ihr eben dann doch. Und sie hat auch anderen Frauen, Witwen, die Witwen taten sich eben wieder zusammen, geholfen, anderen Wohnraum zu finden, weil sie so couragiert war. Und Sie haben diese Zeit als eine angenehme empfunden? Eine glückliche Kindheit. Eine glückliche Kindheit, wie ich es eben obwohl Sie Ablehnung auch erfahren haben seitens der Westfalen. Aber das klang, das wurde weniger, ja. Nicht, weil man uns nachher anerkannte, weil sie wussten, dass wir was schaffen, ja. Und nicht auf der Tasche liegen. Ja. Sie haben ja gesehen, Sie haben das ja erlebt. Meine Mutter war sehr angesehen in dem ganzen Dorf. Und dann war das ja für uns als Kinder, war das ja diese 2 Zimmer, das war ja ein Paradies. Das war ein Paradies, nach dem, was alles vorher war. Ja, da kann ich noch erzählen, als wir nun in diese kleine 2-Zimmer-Wohnung, war es ja nicht. Es waren die Treppe hoch, 2 Zimmer, ohne fließendes Wasser und ohne Toilette. Das war ein Plumpsklo unten neben dem Kuhstall. Und ich setzte mich auf die oberste Treppenstufe und sagte, hier gehen wir nie wieder weg. Und Mutti sagte, ja, mein Schätzchen, warum denn nicht? Ja, hier hat ja der Vati Platz. Das war meine größte Not, wenn der Vater zurückkommt, den ich ja nicht kannte. Ja. Denn als die Heimkehrer zurückkehrten, als das anfing, dann ist meine Mutter oft mit meinem Bruder zusammen an die Heimkehrerzüge nach Paderborn gefahren. Ein großes Bild hingehalten. Und das war meine größte Not, zu wissen, dass da in dieser kleinen Bude ja unmöglich jetzt noch der Vati Platz gehabt hätte.
Da habe ich meinem Herzen ganz großen Raum gegeben und war glücklich und das Glück konnte ich größer sein. Ja, ja. Sie haben in den 50er Jahren dann in Paderborn Gymnasium besucht? Ich durfte schon 1955 ins Gymnasium. Wir fuhren mit einige Wähler, wenige Auserwählte, ich als einziges Flüchtlingskind, ja, Mädchen sowieso, war sehr selten zu jener Zeit und fühlte mich wunderbar. Ich durfte zum Gymnasium und das hatte noch einen ganz großen Vorteil. Ich las wahnsinnig gerne als Kind. Es gab zu Weihnachten ein Buch, das hatte ich bis zum Geburtstag im Januar ausgelesen. Dann gab es zum Geburtstag wieder ein Buch. Und dann gab es noch von der Schule dann zum Schuljahresende ein Lesebuch. Ja, mein Lesebedarf war nicht zu decken. Nun kam ich ins Gymnasium und dieses Gymnasium hatte auch noch eine Schulbibliothek. Ich war im siebten Himmel. Ja. Ja. Sie sind allerdings während Ihrer Schullaufbahn umgezogen und dann auch haben Sie dementsprechend die Schule gewechselt und sind auf ein Gymnasium in Stuttgart gegangen. Ja, das war aber dann 1959. Also 1959 sind Sie nach Stuttgart, gezogen. Weil unsere Schwester die immer nur katholische Heiratskandidaten hatte. Ja. Und für unsere Mutter das in keinem Fall in Frage kam. Ihr Motto war immer, so katholisch wie die sind wir schon lange evangelisch. Und da hatte also niemand eine Chance, weil sie nur katholische junge Männer kennenlernte. Ja. Dann hat sie den Entschluss gefasst, ich ziehe nach Süddeutschland, ins Schwabenland, da gibt es mehr evangelische oder beziehungsweise die Bevölkerung ist evangelischer als hier. Gesagt, getan, sie war von schnellem Entschluss und hat dann auch dort einen evangelischen Mann geheiratet und wir sind auf ihr Bitten und das Bitten meines Schwagers, dann meine Mutter und ich nach Stuttgart gezogen. Mein Bruder war zu jener Zeit ja auch schon aus dem Haus. Ja. Ich war ja damals schon in Hagen. Ja, da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen. Sie selber haben 1966 dann geheiratet. Ja. In Stuttgart auch. In Tübingen. In Tübingen. Und Ihre Mutter zog es 1976 zurück nach Paderborn. So ist es richtig, ja. Aber Sie glauben, dass Ihre Mutter Paderborn niemals als Heimat empfunden hat? Vielleicht im Alter hat sie sich damit abgefunden, aber in ihrer tiefsten Seele war sie Schlesierin und hat auch in diesem Bund Vertriebener, dort BVD hieß es früher und dann hieß es BDV, hat sie immer den ersten Vorsitz in Paderborn geführt und hat das alles organisiert und Versammlungen. Und das war ja auch noch in den ersten Jahren, dachten ja alle immer noch, irgendwann kommen die Ostgebiete wieder zurück, ja, zu Deutschland. Da gab es die ewig Gestrigen, wie man so schön sagte. Aber zu denen gehörte sie nicht. Ja. Das war ein gesellschaftliches Unternehmen, was sie da so... Engagement. Ja, Engagement, ganz ja, genau. Die ewig Gestrigen, zu denen gehörte sie nicht. Und mit Willy Brandt war die ganze Geschichte ja dann auch erledigt. Ja. Die Ostverträge unterschrieben wurden, ja. Ich würde gerne darüber sprechen. Würden Sie mir einmal sagen, wie Sie diese Ostpolitik Willy Brandts damals empfunden haben und auch noch heute empfinden? Unwahrscheinlich, unwahrscheinlich toll, unwahrscheinlich positiv. Endlich ein Schritt nach Osten und nicht nach Westen. Ja. Endlich ein Schritt, ein Mann, der dasteht und dahin geht. Friedensstifter. Ja. Haben Sie ihn auch wegen seiner persönlichen Biografie respektiert, da er selber im Exil ist? Es ist so, damals als Heranwachsender hat man auf Biografien keinen so großen Wert gelegt, sondern die Informationen waren ja auch gering. Und man hat die Leistung bewundert. Ja, ja. Absolute Leistung. Die Persönlichkeit selbst. Ja. Glauben Sie, dass Ihre Mutter diese Einschätzung bezüglich der Ostpolitik Brandts geteilt hat? Ich denke ja. Sie hat es nicht als Verrat empfunden? Nein, überhaupt nicht. Nie. Sie haben es gerade anklingen lassen. Aber haben Sie die Oder-Neiße-Grenze auch in den ersten Jahren
immer als eine endgültige Grenze empfunden? Nein. Sie hatten noch die Hoffnung, dass... Wie gesagt, wenn die älteren Leute davon träumten, dass es irgendwann mal wieder nach Hause geht, ja, dann ist das also kein Thema. Ja, ja. Ne? Aber die sind ja inzwischen alle ausgestorben, die Alten. Ja. Die Alten Ich habe gesagt, das sind die Berufsflüchtlinge, sind das. Ne? Sie, Herr Berger, haben ebenfalls eine beeindruckende Biografie. Sie haben eine Lehre zum Elektrotechniker gemacht, währenddessen ihr Abitur nachgeholt und anschließend 1959 ihren Abschluss als Ingenieur an einer Schule in Hagen gemacht. Ja. 1960 wurden Sie von der Post in den Staatsdienst übernommen. Ja. Und 1971 sind Sie im Rahmen eines UNO-Aufbauprogramms als Übertragungstechniker mit Ihrer Frau und Ihrem Kind, Ihrer Tochter, ja, nach Afghanistan gegangen. Ja. Das ist für sich genommen schon sehr ungewöhnlich. Wollen Sie mir kurz Ihre grundsätzliche Motivation erklären, sich für solch ein Projekt zu melden? Es war während des Studiums, das heißt, irgendwie habe ich Zigeunerblut. Ich wollte also, es war alles zu klein, ich wollte immer irgendwas anderes, also hinter den Horizont. Sie waren ein Reisender. Ja, und als ich dann während der Studienzeit, ich habe also heute würde man sagen Energietechnik studiert, und ich träumte also von Freileitung von, weiß ich nicht, 220 kV, 1000 Kilometer lang, dicken Transformator da und da und dann Verteilung und so weiter. Das war so mein Traum. Und dann während dem zweiten Semester war mein Geld zu Ende. Da habe ich mich dann von der Bundespost, das heißt von der Fernmeldung, ja, Bundespost, man hätte auch können zur gelben Post gehen, verkauft. Meine Arbeitskraft dem Staat zur Verfügung gestellt für einen Unkostenbeitrag, Studienbeitrag. Und davon konnte man sehr gut leben. Das waren etwas über 100, 180 Mark. Ja. Und so kam ich dann zur Bundespost. Und als ich mich dann da unterschrieb, da wusste ich also, da ist der Traum irgendwo hinter den Horizont zu gehen, ist dann aus. Und dann kam ich zum Fernmeldeamt 1, in die Übertragungstechnik, und da hieß es, da oben ist einer, der geht nach Afghanistan oder geht ins Ausland, und damals wusste man noch gar nicht, wo Afghanistan liegt, und der kann unwahrscheinlich gut erklären und erzählen und mir die ganzen Sachen beibringen, die ich wissen musste, und da wusste ich, der Horizont wird wieder hell. Ja. Es besteht eine Möglichkeit, ne? Und darauf habe ich also mein ganzes Tun hingelegt, dass ich also Erfahrung sammel, fleißiger bin als andere. Mein Opa hat mir nämlich mal gesagt, weißt du, Junge, du musst immer einen Schnitt schneller sein als ich, als die anderen. Ja. Dann läuft es. Ja, ja. Nur einen Schritt schneller. Und so war das auch. Man konnte sich ja dann erst mal melden, wenn man einen gewissen Erfahrungsschatz hat und dann natürlich auch gesetzt in der Verwaltung war. Und jemand war in der Verwaltung. Und so habe ich mich dann damals nach Afghanistan beworben. Sie waren insgesamt 4,5 Jahre dort. Ja. Wissen Sie noch, welchen ersten Eindruck Sie von diesem Land hatten? Dadurch, dass ich mit diesem Kollegen, der in Afghanistan war, dauernd in Kontakt war, der war 7 Jahre dort. Und er hat mir immer schöne Bilder gezeigt, wunderbare Bilder. Und als ich dann mit meiner Familie in Kabul auf dem Flugplatz landete und mit dem Taxi ins UNO-Hostel fuhr, habe ich gesehen, das war März, da war Matsch. Und die liefen fast barfuß, zerlumpt, liefen die an den Straßen lang. Da habe ich gesagt, wo habe ich meine Familie hingebracht? Ja. Ich sage, solche Bilder, sowas fotografiert man ja nicht, sondern nur die schönen Seiten. Ne? Und dann habe ich natürlich auch die schönen Seiten kennengelernt. Ne? Was war eine der schönen Seiten in Afghanistan? Dass ein unwahrscheinlich freies Leben war und ich als Übertragungstechniker verantwortlich war für das gesamte Land, übertragungstechnisch. Technisch allein war das schon eine Herausforderung und dann auch Menschenführung, Ausbildung und so weiter. Und man kam an Dinge heran, wo man hier bei der Verwaltung oder bei der Fernmelderei nur davon träumen konnte, was man alles leisten kann. Ja. Und die Anforderungen waren sehr hoch. Und ich wusste, dass ich in Afghanistan 4, 5, 6 Monate im Jahr im Land bin. Hat ja, glaube ich, schon mal angedeutet.
meine längste Freileitung, zwei Drähtchen auf Isolatoren, die war 1200 Kilometer lang. Mhm. Da waren natürlich Verstärker dazwischendurch, die dann von Technikern bedient wurden, die dann aber auch Ferndiagnose Fehler beseitigen konnten. Und manchmal ging es nicht weiter, dann musste ich also hin. So habe ich das ganze Land gesehen, ist ein wildes Land, unwahrscheinlich interessant, 2500 Meter hoch. Und die Berge, wenn man über den Hinduschkusch fährt, weiß man, die Berge sind höher als der Mont Blanc, die nebenan sind. Also fantastisches Land. Was würden Sie als eine ganz bestimmte für Sie prägende Erfahrung in diesem Land bezeichnen? Die prägende Erfahrung war, dass es große Unterschiede gibt zwischen den Menschen. Der Afghane ist so und so viel wert, weil wir als UNO-Angehörige mussten eine Versicherung abschließen, falls wir einen Afghanen schädigen, dass man dann Entschädigung zahlen kann. Und das sind also 2500 Dollar gewesen. Und da weiß man ungefähr den Unterschied. Und wir haben ja damals, ich habe also dreimal so viel Geld bekommen als Beamter zu Hause. Ja. Und der Unterschied war einfach zu krass. Ja. War zu krass. Nicht? Aber dadurch, dass wir dort in der Gemeinschaft, waren ja in allen Fachbereichen waren ja Experten dort, wir geholfen haben, das Land nicht zerfallen zu lassen. Ja. Und ich habe ein schönes Foto mit einem alten LKW, da habe ich drunter geschrieben, wir sind also hier, um den Zerfall, den Verfall zu verlangsamen. Herr Berger, Sie waren anschließend noch in Indonesien tätig und verbrachten insgesamt mehr als 7 Jahre in Saudi-Arabien. Ja. Wir können das nicht in Gänze behandeln. Und Nein. Ich glaube, dass dieser Teil der Biografie sicherlich auch sehr, sehr relevant ist und Sie einiges gelernt haben und die Sprachbegabung Ihres Vaters sich nicht zuletzt darin geäußert hat, dass Sie Englisch und Arabisch und Farsi gelernt haben. Dennoch erwähnten Sie auch eine Gelegenheit, dass Sie in Russland gewesen sind für einen Besuch. Quasi. Ja. Und glauben Sie, dass dieser Besuch, diese Möglichkeit, auch das russische Volk kennenzulernen, Ihnen dabei geholfen hat, zu verzeihen? Nein, eigentlich nicht. Schon das Verzeihen, das war der Kontakt mit diesem, mit meinem Russen, damals in Schönau. Ja. Da war das Verzeihen da. Seitdem war das Verzeihen da. Ja. Nicht? Obwohl es die Umstände, die da zu diesem Verzeihen führten, so immens waren, dass es trotzdem in meinem Herzen ein Verzeihen war und ist. Was glauben Sie, Frau Werner, konnten Sie auch verzeihen? Weniger. Das habe ich mich eigentlich noch nie gefragt, muss ich gestehen. Ich konnte das weniger, weil ich meine Mutter auch länger erlebt habe als die Geschwister, weil ich ja auch lange mit ihr alleine gelebt habe und wusste, wie sehr sie litt. Ja, sie zeigte nicht ihr Leiden, aber ich weiß, dass ihre Seele sehr tief beschädigt war. Und auch das Wissen darum, dass sie niemals wieder einen Mann geheiratet hätte, geschweige denn, ja, nein, das ist ja das Heiraten ist die nächste Stufe. Sie wäre niemals mehr mit einem Mann zusammengegangen. Nie, nie. Und dieses Wissen darum, dass die Russen meine Mutter so vielfach vergewaltigt haben, hat mir nie eine Verzeihung gegeben. Es ist heute nicht präsent. Es ist auch nicht weg. Ja, damit habe ich das eigentlich erklärt. Ja. 1990 erfolgte die deutsche Wiedervereinigung. Glauben Sie, dass für Ihre Mutter und für Sie selbst auch dadurch ein Stück eigene Geschichte verarbeitet werden konnte? War das für Sie wichtig? Ich habe in dieser Zeit, wie gesagt, ich war in dieser Zeit in Saudi-Arabien und ich wusste gar nichts davon, weil ich sehr, sehr weit weg war, ohne Nachrichten auch. Und ich habe mich gewundert, dass die Saudis mich auf die Schulter nahmen und sagten, ihr seid jetzt zusammen, ihr seid jetzt, ich wusste gar nicht, wie wir zusammen sein können. Und das war das, was ich erfahren habe, dass dann eine Wiedervereinigung war. Aber ich kann also keine Äußerung tätigen von dem, was meine Mutter vielleicht gespürt hat. Das entzieht sich.
Nein, ich kann dazu etwas sagen. Ja. Das war 89, sie ist ja dann 95 gestorben, sie war ja dann schon fast 80. Das war für sie kein so wichtiger Punkt. Es war für sie sehr wichtig zu wissen, und das hat sie oftmals ausgesprochen, dieser Waggon, Wagen, Züge, mit dem wir in den Westen kamen, 46, der kam bis in nach Paderborn. Wir kamen nach Paderborn. Der nächste Waggon, da kamen die Leute aus Schönau, aus dem wir Dorf, aus dem wir stammten, die landeten in Chemnitz, dem späteren Karl-Marx-Stadt. Und da hat sie wieder ihrem Schöpfer und Herrn gedankt, wie gut, dass wir im Westen gelandet ja. sind. Aufgrund der Initiative des Bürgermeisters, der ihr einen Wunsch erfüllt hat. Glauben Sie, dass Ihre Mutter das, was sie selbst und was ihre Kinder im Laufe des Lebens erreicht und geschafft haben, am Ende ihres eigenen Lebens mit einer gewissen Genugtuung sehen konnte? Sie war stolz auf uns. Ja. Ja, das muss ich sagen. Der Stolz wurde getrübt durch unsere Schwester, die ein sehr rasantes Leben geführt hat, ja. das nicht erzählenswert ist. Ja. Ich würde Sie gerne fragen, woher glauben Sie, konnte Ihre Mutter diese Kraft nehmen für ihre Taten? Ich finde, wir waren zwar nicht gläubig, das heißt, wir sind nicht streng gläubig, kann man ja unterschieden sein. Wir haben also Tischgebete, wir haben bei Tisch gebetet in Schlesien und aber auch in Westfalen. Und ich meine, wenn also so schwierige Zeiten waren, wo wir zusammen waren, bei der Flucht oder bei der Zurückführung und, dass sie also, ich will nicht sagen im Gebet, aber im Bewusstsein, dass ihr geholfen wird, Trost gefunden hat und Stärke. Also das habe ich bewundert bei ihr. Und ich habe das also versucht, in meinem Leben auch zu spüren. Und ich habe es auch gespürt. Ich habe unsere Mutter manches Mal erlebt, in den zwei kleinen Zimmern war das auch nicht zu verheimlichen. Wir hatten ein Foto von Fati hängen. Das war ja so DIN A4 groß und hatte einen Passepartout-Rahmen drumherum in Uniform. Und das war so ihr Altar. Wenn sie Zwiesprache mit ihrem Mann nahm und fragte, das hat sie mir später dann auch erzählt, dass sie Zwiesprache mit ihm hatte, was soll ich tun? Dann hat sie ihren Namen genannt, was soll ich tun, hilf mir. Dann hat sie auch ihren Mann angerufen, ihr zu helfen und ihr einzugeben, was soll ich in dieser Situation um Himmels Willen tun. Ja. Das war auch ihre Anhörung. Glauben Sie, dass neben der Tatsache, dass sie vielleicht gläubig war und der Liebe zu ihrem Vater, glauben Sie, dass Ihre Mutter auch Kraft dadurch bezogen hat, dass sie vielleicht als Waisenkind aufgewachsen ist? Ich denke schon, dass ein Waisenkind geprägt wird, stark zu sein. Ärmel hochzukrempeln, ja. Ellenbogen zu gebrauchen. Man muss also das ganze Leben. Man muss sich vorstellen, da sind keine Eltern da, sondern nur Onkel und Tante. Ja. Und man muss sich durchbeißen. Nicht? Also es ist nicht einfach, als wenn Eltern da sind, wo man sich am Rockzipfel von der Mutter festhalten kann, wenn irgendwas passiert. Nee, man muss durchbeißen. Ja. Also so, denke ich mir, ist sie geprägt worden ja. und auch stark geworden fürs ganze Leben. Den Vater im Ersten Weltkrieg verloren, dann starb die Mutter an Auszehrung, weil sie die ganze Arbeit nicht schaffen konnte. Und dann blieb der Mann im Zweiten Weltkrieg. Dann würde ich an dieser Stelle gerne den zweiten Teil des Interviews beginnen. Und zwar geht es da um allgemeine Fragen, die nicht unbedingt auf Ihre biografischen Details abzielen, sondern eher auf Erfahrungen und Erkenntnisse, die Sie gesammelt haben im Laufe Ihres Lebens. Und die erste Frage bezieht sich dann doch auf biografische Details und es geht um Ihren Namen, ja. Barbarowski. Das war der Name Ihres Vaters. Ja. Und der Großeltern. Ja. Und dennoch haben Sie, Herr Berger, diesen Namen nicht behalten. Ja. Ja, das ist eine Eigenart, nicht eine Eigenart, sondern die Situation war so, wir kamen aus dem Osten, aus Schlesien nach Paderborn und nach Benhausen natürlich. Hier in Westfalen, wegen mir
wahrscheinlich auch im Münsterland. Alles, was mit Ende, mit Ki endete, das waren die Polacken, die damals im Ruhrpott die Kohle, als Gastarbeiter die Kohle rausgeholt haben. Also ich wurde gebrandmarkt als Polack. Ne? Ja. Und in der Schule sowieso und dann später dann, als ich nachher fertig war, ich habe unter Barbarowski studiert und da habe ich dann beantragt, meinen Namen zu ändern in Berger, zumal die Geschwister von meinem Vater, die vier Brüder, ihren Namen auch geändert haben, damals als die den arischen Nachweis erbringen mussten, haben die den Namen geändert, nur mein Vater nicht, der hat gesagt, unser Vater würde euch den Hintern vollhauen, wenn er das wüsste, dass ihr den Namen ändert. Aber mir hat diese Änderung sehr, sehr geholfen, sag mal, hat mich nicht behindert. Ja. Der Name Barbarowski, meine ich, hätte mich behindert. Also in dem Beginn, wo ich meinen Beruf aufgebaut habe, wo ich mich selbst aufgebaut habe. Ja. Sie hingegen hätten diesen Namen gerne behalten. Ja, ich bin ganz anderer Meinung. Und ich muss jetzt meinen Gefühlen ein wenig den Lauf lassen. Wir drei Frauen in unserer kleinen Familie konnten das nicht verstehen und begreifen. Und es war... Und es ist, dass ich meinen Namen ändere. Und es ist für mich heute noch schlimm. Er war der einzige Barbarowski, der männliche. Damals war es ja noch nicht möglich, dass man, als ich vor 50 Jahren heiratete, dass ich den Namen behalten hätte. Es war einfach noch nicht möglich. Ich hätte den Namen niemals aufgegeben, wenn ich nicht geheiratet hätte und ein Mann gewesen wäre und kann meinen Bruder nicht verstehen. Das muss ich jetzt sagen, weil es mir sonst mein Herz zerbricht. Ja. Das gehört einfach auch dazu. Genau. Und ich trage mich mit dem Gedanken, den Arm wieder zurückzugeben. Weil Sie glauben, jetzt spielt es keine Rolle mehr. Ja, nicht deshalb, sondern weil der Name uns ja angeboren ist. Nicht einmal, dass die Schwester traurig ist und ich als Barbarowski fühle. Ja. Nicht? Und der Name Berger hat mich mein ganzes Leben begleitet und hat mir viele Türen geöffnet. Und da bin ich dankbar. Und warum soll ich nicht zurückkehren? Ja, ja. Also diese Gedankensprünge sind da. Lassen Sie uns die heutige Gesellschaft mit der von damals vergleichen. Glauben Sie, dass die Solidarität und ein gewisses Wir-Gefühl im Laufe der Zeit abgenommen hat? Oder glauben Sie, dass das niemals vorhanden gewesen ist? In unserem Kreis oder generell? Sagen wir generell. Generell, solch eine Zusammengehörigkeit, wie wir erlebt haben, unter uns, ist nirgends mehr. Ja. Nirgends mehr. Dem stimme ich zu, ja. Inwiefern würden Sie sagen, wird die heutige Gesellschaft durch moderne Kommunikationsmöglichkeiten geprägt? Umgekrempelt, nicht nur geprägt. Umgekrempelt. Umgekrempelt, nicht? Und das fängt schon an. Stellen Sie sich mal heute einen 9- oder 10-Jährigen vor, der hier in dieser Gesellschaft, mit Verblödungsmaschinen, sage ich immer, groß geworden ist. Wenn der jetzt 15 ist, fragen Sie ihn mal, was er erlebt hat, als er 9 war. Er hat nichts erlebt. Das möchte ich nicht verallgemeinern. Ich kann da... Das ist bei deinen Enkeln ist das ganz was anderes. Da ist es ganz was anderes. Da wurde das ja auch geprägt durch Opa und diese Dinge. Aber wir haben jetzt ganz allgemein gesagt. Allgemein. Aber Sie sagen, es gibt diese Ausnahmen. Absolut. Ja. Meine Tochter hat ihre Kinder anders erzogen als diese Norm, die mein Bruder gerade beschrieben hat. Sie gehen außerdem in eine internationale Schule in Turin. Sie lebt in Turin, das ist berufsbedingt von ihrem Ehemann her. Und allein in der internationalen Schule, wo es keine religiösen Unterschiede gibt, weil es keinen Religionsunterricht gibt, ganz einfach. Ja. Schuluniform getragen wird, Tattoos sind verboten, Piercings sind verboten.
das ist eine ganz anderes Gefühl. Und die Kinder, die arbeiten in der Schule schon von der ersten Klasse an mit dem iPad. Ja. Die kriegen zum Beispiel das Zeugnis, die kriegen die Eltern per E-Mail geschickt. Also ich kann genau das Gegenteil von meiner Tochterfamilie erzählen. Das ist aber auch das Direkteste, was ich jetzt erzählen kann. Ich habe wenig Kontakt zu anderen jungen Familien mit so kleinen Kindern. Ja, ja. Ja. Den Verblödungsmaschinen, da möchte ich auch noch mal drauf zu sprechen kommen, hast du gesagt. Ja, das sind nicht die Rechner, die in der Schule gebraucht werden, die tatsächlich gebraucht werden. Ich meine jetzt dieses Piep-Piep-Dings und diese Spiele, die sie dann angucken. Das ist das, was die Allgemeinheit tut. Ja. Nicht deine Kinder, die also vollkommen, oder deine Enkel, die also vollkommen einen ganz anderen Weg gehen und auch gehalten, die haben gar keinen Bedarf dafür. Sie beide sind Flüchtlinge gewesen. Würden Sie sagen, dass die Erfahrung als Flüchtlinge mit der eines heute aus Syrien, dem Irak oder aus Afghanistan fliehenden Menschen als vergleichbar bezeichnet werden kann? Absolut nicht. Nein, überhaupt absolut nicht. Ich bin genau derselben Meinung. Erstmal kulturell und dann situationsbedingt ist es eben ganz was anderes. Ja. Wir sind ja von den Polen, wir sind Vertriebene. Ne? Ja. Wir sind also als Vertriebene hierher gekommen. Haben Sie Ihren Heimatort in Schlesien jemals wieder besucht? Ich war zweimal dort. Ja. Das erste Mal war ich dort, ich weiß nicht wann, vor längerer Zeit. Und als ich dahin kam, ich hatte ja dieses Dorf, hatte ich ja in Erinnerung, wie wir es verlassen hatten. Da waren die Zäune gestrichen, die Scheunentore waren in Ordnung, die Dächer waren in Ordnung. Jetzt kam ich dahin und es war alles zerfallen. Ich habe also innen geweint. Ich wollte also Kontakt aufnehmen mit Polen, die da lebten oder so. Ich konnte nicht. Ich musste also Schlesien verlassen. Ich bin dann nach Berlin gefahren, über die Grenze, habe mir hinter der Grenze sofort einen ersten Gasthof genommen, bin da 3 Tage geblieben und habe mich sozusagen innerlich ausgeweint. Ja. Und dann bin ich das zweite Mal hingefahren, dann mit meiner zweiten Frau, mit meiner Heidi, die jetzt gestorben ist leider, und mit den modernen Navigationsgeräten bin ich natürlich von Knöschitz, wo wir damals gestrandet sind, alle Wege, den direkten Weg nach Schönau gefahren. Und da sind wir tatsächlich durch Straßen gekommen, wo ich meine, da bin ich gewesen. Und da bin ich natürlich mit anderen Augen in diesen Ort gekommen. Ja, ja. Und bin zufrieden weggefahren. Es war für Sie eine Erleichterung, das gesehen zu haben? Ja, dass ich das verarbeiten konnte, dass es eben so ist. Sie, Frau Wenner, sind nicht da gewesen? Ich bin noch nicht dort gewesen, obwohl ich inzwischen weiß, natürlich Breslau und Brieg sind wunderbar hergerichtet und mit Weltkulturerbe Breslau sogar lohnenswert wie andere Städte dieser Art. Es steht nicht auf meinem Fahrplan. Ja. Nicht unbedingt. Das ist eine bewusste Entscheidung? Nein, das ist so geworden. Ja. Eine letzte Frage, die sich, Herr Berger, auf Ihre Zeit in eben arabischen oder Afghanistan, islamisch geprägten Staaten bezieht. Sie sind gebürtiger Evangele. Ja. Würden Sie sagen, der Sie nun den Islam dort vor Ort gesehen haben, das ist so etwas wie religionsübergreifende Moral- und Wertvorstellungen gibt. Ja. Das würden Sie sagen. Ich will einflechten. Ich bin dadurch, dass ich eben sehr lange in Saudi war und ägyptische Ingenieure, die Kollegen waren, Gläubige. Und einer hat mich herangebracht an einen hochkarätigen Diskussionskreis über den Islam, über den Koran. Immer 3 Jahre bin ich da hingegangen, montagsabends nach dem Abendgebet und habe den Gelehrten, den Ursprung des Islams kennengelernt, der also unwahrscheinlich liberal ist. Und ich wurde damals wurden dann Vorstellungsgespräche geführt. Ich bin also Mohammed sowas, Bruder des Islam. Und da habe ich gesagt, Mensch, Allah, gib mir die richtigen Worte, wenn ich jetzt dran bin. Da habe ich gesagt, ich bin
Freund des Islam, ja, wie Freund. Er sagt, ich bin hier, um die Wahrheit zu erfahren. Das, was draußen gelebt wird, ist nicht der Islam. Was in den Büchern steht, auch nicht. Ja. In der Zeitung schon gar nicht. Aber hier, was hier gelehrt wird und uns nahegebracht wird, das ist genauso wie im Christentum. Da sage ich, wenn im Christentum es ähnlich wäre, der Christentum ist ja auch pseudo-liberal, kann nicht ganz liberal sein. Wenn das genauso wäre, dann, wir sind natürlich Brüder, abrahamisch Abstammung, nicht? Das ist ganz klar. Aber ja, woher hast du das Wissen? Da sage ich, du kennst den Koran schon fast auswendig. Da sage ich, den kann ich auch fast auswendig. Ich beschäftige mich schon 30 Jahre damit. Ja. Als ich damals nach Afghanistan gegangen bin, habe ich mir gleich einen Koran und die Auslegung gekauft und habe mich eben damit beschäftigt. Ja, ja. Und um das abzuschließen, nicht zu lange zu machen, und eben sehr positiv finde ich eben, dass im Islam Jesus als Prophet anerkannt wird und auch rezitiert wird und nicht hier aufgefahren gen Himmel sitzen zur Rechten Gottes. Der Gott braucht keinen neben sich sitzen haben. Ja. Das war damals schon, als ein Protestler. Beim Konfirmandenunterricht habe ich immer gestochen gegen solche Missverständnisse. Ja, ja. Wir schließen den Fragenteil an dieser Stelle ab. Im letzten Teil unseres Interviews ist der Plan, Ihnen Begriffe vorzugeben, auf die Sie mit einem Wort versuchen zu antworten. Ich werde Ihnen beiden dann gemeinsam einen Begriff vorgeben. Der erste Begriff ist Bildung. War für uns sehr wichtig. Ja. Äußerst wichtig. Unsere Mutter hat dafür gesorgt, dass wir beide, dass alle drei, bei der Schwester war sie nicht gar so erfolgreich, weil die eine andere Mentalität hatte als wir beide. Das war für unsere Mutter Bildung und Kultur. Ja. Herkunft. Herkunft, wir sind eine Familie. Ja. Herkunft ist für mich der Name, den ich aufgeben musste und jetzt an meinen Namen wieder dranhänge. Donald Trump. Furchtbar. Besser als Clinton. Europa. Es ist schade um Europa, dass jetzt das alles so passiert. Die Ansätze waren sehr gut und es hat sich eigentlich auseinandergelaufen. Es wurde überbürokratisiert. Okay, ja. Das ist meine Meinung. Europa, so wie es jetzt in dieser Form existiert, gebe ich keine Chance, weil alle Basisstaaten, mir fehlt jetzt gerade das Wort, wie Deutschland, England. Nationen. Staaten. Weil alle Staaten ihre Eigenständigkeit verloren haben und in dem großen Topf EU verloren gehen. Ja. Facebook. Ich liebe Facebook, aber nicht nur mit Essen posten und schönen Dingen posten, sondern wegen des Informationsflusses, der mir dargeboten wird. Ja. Bei mir ist es so, ich habe überhaupt keinen Kontakt zu Facebook. Ja. Integration. Sie meinen die Integration jetzt von den Asylnehmern? Ich meine nur Integration. Integration. Man muss von sich aus versuchen, sich zu integrieren. Wir haben es geschafft, wir haben es getan. Ja. Nicht, wir sind aufgenommen, also wir sind hergekommen, nicht als liebe Menschen, sondern man hat uns akzeptiert und wir haben uns integriert. Als eigene Leistung quasi. Eigene Leistung kann nie genug sein. Ja. Familie. Das Wichtigste für mich, was es gibt. Familie. Das Höchste, was es gibt. Münster. Ich liebe Münster. Ich bin gerne Gast in Münster. Und natürlich bei meiner Schwester. Ja, ja. Glück. Glück ist für mich das kleine Glück. Die kleine Summe, eine Summe von vielen Kleinigkeiten ist für mich das Glück. Der Sonnenstrahl, der morgens auf mein Bett scheint, wenn ich den Rollladen hochmache.
oder die Libelle, die über den Teich streicht und deren Flügel ich glitzern kann. Und so viele kleine Glücks sind für mich ein großes Glück. Ja. Gesundheit, und wenn man das kann, das kleine Glück zu entdecken, dann kommt alles andere von alleine, ja, wenn man diese Fähigkeit besitzt. Ich bin glücklich, dass ich hier bin bei meiner Schwester, zumal ich durch die Erben von meiner Frau sehr demütig behandelt wurde und eben mein Österreich aufgegeben habe und also ganz, ganz down war. Und jetzt weiß ich, dass ich hier ein kleines Zuhause gefunden habe. Und wir werden in Düsseldorf eine Wohnung finden für mich, wo ich dann wieder glücklich sein kann. Ja, das war der letzte Begriff. Im Grunde genommen ist dieses Interview eigentlich vorbei. Es gibt aber noch eine letzte Frage, die ich Ihnen beide gerne stellen würde. Wie geht's weiter? Mein Mann ist im Oktober letzten Jahres gestorben. Wir hatten noch ein wunderschönes Jahr, trotz der Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs. Ich konnte ihnen das Versprechen geben und halten, du brauchst nie mehr in ein Krankenhaus. Er ist hier in diesem schönen Haus gestorben. Und ich bin in kein Loch gefallen, weil wir noch ein wunderschönes Jahr hatten und darauf vorbereitet waren. Er fehlt mir sehr, wie es weitergeht. Ich habe Pläne. Ich bin in diesem Jahr durch gesundheitliche Probleme, Rückenprobleme sehr reduziert, was Unternehmungen anbelangt. Aber ich bin ein fröhlicher, zuversichtlicher Mensch. Und ich würde jetzt sagen, mal sehen, was die Zukunft für mich noch in der Tasche hat. Bei mir, wie geht's weiter? Ich fange also ein ganz neues Leben an. Und mit 80 ein neues Leben anfangen, wo man weiß, das Ende ist nah. Also wenn man 50 ist, weiß man, da ist ja noch 30 Jahre oder sowas. Und man geht das Ganze dann bewusster an. Nicht? Und ich genieße jeden Tag, wenn ich gesund aufwache. Ich bin dankbar dafür, dass ich gesund geblieben bin und dass ich so stark noch bin mit meinen 80 Jahren. Und ich habe keine Angst, weiterzugehen diesen Weg, der also hell ist, nicht dunkel.